Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ich dachte, ich möchte mit euch mal wieder ein Thema bezüglich Asperger und ja, Leben damit besprechen. Und jetzt eine Sekunde. Autsch, 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 mein Bein. Entschuldigt, ich habe es ein bisschen blöd abgeknickt. Ja. Gut, das Thema, über das ich heute mit euch reden möchte, ist es so. Oh, ist, na ja, gut, man kann es. Kann man es ein bisschen beschreiben. Es ist eines der Sachen, die wir jeden Tag um uns herum haben und ohne die wir uns gefühlt auch nicht wirklich leben können. Ich möchte mit euch heute über das Licht reden, was hier oben schön ist. Also, nur als Anmerkung. Ja, was kann ich über das Licht erzählen? Also für mich ist jetzt momentan die schwierigste Zeit im Jahr und auch die schmerzhafteste. Und die geht jetzt für mich, ich sage zu meiner Mutter immer, sei froh, es geht jetzt ein halbes Jahr. Und dann sagt meine Mutter, aber im April wird es schon besser. Und ja, ich glaube es ihr nicht. Ich glaube es ihr ganz ehrlich nicht. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich recht hat, weil sie es schon länger beobachtet, weil sie es von außen betrachten kann. Aber so wirklich glauben kann ich es ihr nicht, weil ich einfach im Moment das Gefühl habe, ja, es ist einfach furchtbar und es ist grell und es tut mir nur weh und ich kann gar nichts mehr machen. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch heute mal so die Auswirkungen von Licht auf mich und ein paar kleine Tipps für andere Asperger, was man machen kann. Also, bei mir ist es ja so, ich bin sehr lichtempfindlich und ich bin dann auch wirklich so jemand, der, wenn es doof läuft und wenn ich richtig viel Pech habe, dass ich dann von diesem Licht auch teilweise Overloads habe. Und wenn ich keine Overloads habe, dann fiese Kopfschmerzen oder Erschöpfung oder Müdigkeit oder eben einfach auch so dieses, ich kann nichts mehr tun, weil ich meine Motorik nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und es ist eben so, dass ich dabei oft diese Problematik schon von Anfang an habe, weil sobald die Sonne aufgeht, also der erste Sonnenstrahl des Tages reicht schon aus, um bei mir diese Probleme auszulösen. Und ich mir dann immer so denke, ach nö, nö. Und dann ist für mich natürlich Zeitumstellung eine der schlimmsten Sachen, die es überhaupt gibt, weil es heißt ja dann nur noch gefühlt eine Stunde früher aufstehen. Aber egal, auf jeden Fall, dass man dann noch mehr Licht abbekommt oder dass es eben, ja, doch eine Stunde früher aufstehen und das heißt eine Stunde mehr im Licht verbringen. Und ich muss dann wirklich jeden Tag drauf sehnsüchtig warten. Ich sitze da wirklich teilweise stundenlang einfach bloß so da. Ist die Sonne schon untergegangen? Und es ist wirklich so. Ich habe meine Mutter gestern angerufen und habe mich wohl wirklich angehört, so kurz vorm Abnippeln, nur um zu sagen, könntest du mir bitte noch ein bisschen Käse mitbringen? Ich wollte sie nicht erschrecken, ich habe es auch nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so, dass man in diesem Moment erschöpft ist und dass es einem wirklich auf eine Art Elend geht, die man sich, wenn man es nicht selber hat, nicht vorstellen kann. Und bei mir ist es einfach so, oft, wenn ich in dieser Situation bin, ist es für mich so, dass ich dann das Schlimmste für mich ist, einfach, und das, was ich am meisten mich aufregt und was ich als am nervigsten empfinde, ist, wenn dann Leute kommen mit Tipps. So Tipps, die bei ihnen halt funktionieren. Sowas wie, ja, wenn du mit dem Licht Probleme hast, dann mach halt den Rollladen runter. Was sie nicht dabei bedenken ist, während du den Rollladen runter machst, halt so gut, wenn du jetzt eine Fernbedienung hast, nicht, aber wenn du eben den Rollladen runter machst, schaust du ja automatisch auch ins Licht erstmal. Wenn du ins Licht schaust, dann hast du es ja dann doch wieder die Schmerzen. Und es ist ja nicht so, dass du dann sagst, gut, es ist bei mir oft so, dass bei mir eben ein Sonnenstrahl reicht. Und dieser eine Sonnenstrahl ist dann wirklich genug, dass ich dann den Rest vom Tag Kopfschmerzen habe. Und wenn du dann ja den Rollladen runter machst und sozusagen ins Licht reinguckst, hast du ja diesen Sonnenstrahl und dann habe ich ja doch wieder die Schmerzen. Und dann, selbst wenn du sagst, gut, ich mache die ganze Wohnung dunkel, dann ist es doch so, dass wir eben dummerweise im Schlafzimmer, also da wo ich schlafe, sind so Rollos. Und da kommt halt immer ein Sonnenstrahl rein, egal wie ich es drehe und wende. Und selbst wenn ich dann mal sage, gut, dann
mache ich in meinem Zimmer eben komplett die Rollos runter, also der Rollladen runter. Dann kommt irgendwann, und das sage ich euch, das ist wirklich, da kannst du die Uhr danach stellen, irgendwann kommt irgendeiner, der mir dann den, der dann sagt, ja, aber was ist da mit deinem Hasen? Der braucht ein bisschen Licht. Und ich denke mir dann immer so, oh ja, ist klar, und ich weiß es, und ich will ja auch, dass es ihr gut geht, und ich will ja, dass sie gesund und munter ist, aber denkt eigentlich auch mal 5 Minuten in diesem Satz einer an dich oder an mich in diesem Fall, denkt irgendeiner mal darüber nach zu sagen, ja gut, der Hase braucht Licht und du brauchst auch Licht, weil das ist ja das Schlimmste, jeder kommt dir mit dem Vitamin D oder Vitamin B-Mangel, den du ja nur durch die Sonne kriegst, und du dir dann immer denkst, ja, dann habe ich halt den Mangel. Sei es drum. Mein Gott, bringt mich jetzt auch nicht um. Die Sonnenstrahlen, die bringen mich jetzt gerade eher um. Und dann ist es immer so dieses, ja, dieses Ding zwischen, du weißt, dass der andere es gut meint. Und du willst wirklich auch nett sein. Aber andererseits bist du einfach irgendwann entnervt, wenn dir jeder immer dieselben Tipps gibt. Nämlich, mach den Rollladen zu, setz eine Sonnenbrille auf, nimm doch eine Schirmmütze. Oder dann duck dich halt weg, wenn der Sonnenstrahl kommt. Oder sowas wie, dann steh halt später auf. Und das ist ja wirklich der einzige Tipp, der funktioniert. Steh später auf. Aber was die anderen meistens als steh später auf befinden und was du als steh später auf befindest, da liegen dann auch wieder Welten dazwischen. Sowas für mich zum Beispiel das heißt später aufstehen, um 3 Uhr morgens aufstehen. Ja, das ist halt einfach so, weil ich jemand bin, ich schlafe eigentlich, am liebsten würde ich einfach sagen wir so, um 6 Uhr ins Bett gehen und frühestens aufstehen ab 20 Uhr, weil dann geht die Sonne unter. Aber das funktioniert auch nicht so wirklich, weil du musst ja Einkäufe erledigen, selbst ich muss Einkäufe erledigen, obwohl ich wirklich schon das Glück habe, dass ich viele Leute um mich herum habe, die mir viel abnehmen. Und du musst irgendwelche E-Mails schreiben, Anrufe tätigen wegen Sachen wie zum Beispiel, das ist mein Mac. Hätte ich da denn bis um 20 Uhr geschlafen, hätte ich den nie repariert bekommen. Oder du willst auch einfach nur so ein bisschen was am Tag erleben. Also es ist einfach so, auch wenn es weh tut und auch wenn es schwierig ist, so ein bisschen was willst du am Tag ja schon auch machen. Und es ist einfach wirklich, wirklich so, dass du, wenn du in dieser Phase des Wetterzyklus bist, wo die Sonne so extrem nach unten scheint, also der Einfallswinkel, der ist das, was ja jetzt gerade mir das größte Problem macht, wenn die so extrem nach unten scheint, da kannst du eben oft nichts machen. Du bist eben oft einfach schachmatt, du bist einfach oft an einem Punkt, wo du nur erschöpft in der Ecke liegen kannst und im Prinzip die ganze Zeit am liebsten sagen würdest, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich kann es jetzt gerade nicht, aber das heißt nicht, dass ich es nicht tun möchte. Und du brauchst dann, auch wenn die Sonne dann weg ist, Minimum so brauche ich 1 bis 2 Stunden, bis ich dann irgendwann so einen Energiewumm bekomme. Dann plötzlich fühle ich mich wieder energievoller und kann auch wieder Sachen machen. Und das Problem ist aber dabei, meistens, also im Moment, ihr müsst wissen, wir haben jetzt gerade Dienstag und wir haben jetzt Dienstag um 21 Uhr. Und das Problem ist, jetzt habe ich meine Energie, jetzt fühle ich mich gerade einigermaßen gut und jetzt muss ich alles, was andere in 5 bis 6 Stunden quetschen oder tun können, muss ich jetzt in 3 Stunden quetschen, weil ungefähr in 3 Stunden... ja, geht dann meine Mutter zu Bett und wenn ich dann anfange draußen zu klappern, dann wird sie wieder wach oder sowas wie, ich muss es schaffen, jetzt alles zu erledigen, weil es kann sein, ich muss jetzt zum Beispiel mein Essen für morgen vorkochen, damit ich, wenn ich dann morgen schachmatt bin, so um die Uhrzeit, wo ich gerne esse, nämlich so zwischen 18 und 19 Uhr, da bin ich einfach immer noch zu viel Sonnenlicht. Und das heißt, ich muss gerade ein Essen vorkochen, damit ich morgen ein Essen habe. Ich muss sowas machen, wie, dass ich den Abwasch, den habe ich jetzt gerade auch gemacht. Ich backe Kekse, weil ich die einfach gerade lecker finde. Ich weiß.
Und das sind einfach so Sachen, wenn ich gerne etwas haben möchte zum Essen, etwas Spezielles oder irgendwas, was ich gerade gerne haben und brauche, muss ich gerade jetzt im Sommer extrem viel früher planen. Und die andere Sache, die natürlich auch dabei ist, ist, ich muss jetzt die Sachen denken, die ich morgen sozusagen, während das Licht da ist, nicht denken kann. Weil oft ist auch so, dass das Licht für mich meine ganzen Denkstrukturen einfallen lässt und ich dann einfach nicht mehr klar denken kann. Ich dann wirklich wie so ein Wirr, ich bin jetzt richtig wirr im Kopf. Und ja, es ist wirklich schwierig. Aber mein Tipp an alle ist, wenn es so ist, wie es ist, dann ein Tipp für alle, die nicht Asperger sind, sagt nicht solche Tipps wie zieht euch eine Mütze auf oder zieht euch eine Brille an. Wenn es der Asperger nicht macht, dann hat er es im Zweifel schon tausendmal probiert und es hat tausendmal nicht funktioniert. Und nur weil man es tausend und ein erste Mal erzählt, heißt es das nicht, dass es plötzlich funktioniert. Und für alle, die Asperger sind, also zum Thema Denken und Dinge erledigen, die im Haushalt gehen. Versucht es auf den Abend zu schieben, versucht es auf die späte Uhrzeit zu schieben und kommuniziert vor allem, also redet viel mit den Leuten um euch herum, warum ihr Sachen zum Beispiel nicht am Tag erledigt, wie die normalen Leute, sondern warum ihr das alles eher in der Nacht macht, weil ihr eben zum Beispiel einfach am Abend mehr Energie habt oder weil euch am Abend einfach besser, gerade für euch besser läuft oder weil ihr eben einfach unter Tag zu erschöpft seid. Und vielleicht, wenn, ich kann jetzt nicht garantieren, aber vielleicht haben ja viele dann auch Verständnis dafür, warum es jetzt gerade so ist. Ja, und was kann ich noch so für einen Tipp geben? Also ich habe immer früher, das war wirklich so Verzweiflung hoch 10, habe ich immer früher kleine, es gibt diese Nachtmasken, die kann man sich so über die Augen. Und immer wenn ich mit jemandem im Auto gefahren bin oder draußen war, habe ich diese Nachtmasken ja aufgesetzt, weil die haben für mich sehr gut funktioniert. Und dann war es dunkel und ja gut, es nimmt einem nicht die Helligkeit, wenn man dann was draußen erledigt, aber es hat zumindest so ein bisschen geholfen, weil beim Weg dahin ist es dann einfach einfacher. Ja. Und die zweite Sache, ja, warte, das ist die dritte Sache, die ich noch empfehlen kann, ist, viele Sachen wie Einkäufe, die zum Beispiel also nicht Lebensmittel sind, sondern einfach nur so was wie eine DVD oder Schuhe oder Kleidung, da kann man auch einfach mal sagen, man wartet, bis ein Regentag oder ein bewölkter Tag kommt und erledigt es dann. Und mein letzter und wirklich der einzige Tipp, den ich jetzt noch so auf Lager habe, ist, schaut von Tag zu Tag, wie es ist, weil am einen Tag tut euch von der Sonne extrem alles weh und ihr seid nur müde. Und am nächsten Tag kann schon wieder sein, dass es euch ein bisschen besser geht und es einfach so ist, dass ihr wieder mehr tun könnt. Also einfach von Tag zu Tag schauen, wie es ist. Und ja, ich möchte an dieser Stelle mich entschuldigen, falls dieses Video etwas sehr ich jammer drüber rübergekommen ist, aber ich bin einfach genervt von diesem Sonnenlicht und ich bin auch genervt von der ewigen Diskussion, die ich gerade mit meiner Mutter führe. Ist jetzt schon Sommer und ist die Sonnenlicht schwierig oder ist es nicht? Weil ich mir dann oft denke, ich weiß doch, dass es für mich gerade schwierig ist, weil ich in meinem Körper bin und ich spüre und ich die Kopfschmerzen habe. Und ja, es gibt Schlimmeres, aber für mich gerade momentan ist das hier halt momentan das Schlimmste. Und ja, aber meine Mutter hat viel Verständnis und auch mein Vater. Und ja, aber eben auch sie hat ihre Grenzen und möchte nachts schlafen, wenn ich gerade anfange, wieder fit zu werden. Und ja, deswegen versuche ich meinen Tagesrhythmus ein bisschen an den von meiner Mom gerade anzupassen noch. Aber ich kann es nicht garantieren, dass das bis in einer Woche noch so ist. Bin auf jeden Fall gespannt. Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir noch schnell das Querdenker-Quiz. Und ja. Ich hoffe jetzt, dass ich eine schöne kleine Frage bekomme. Seht ihr? Man hat manchmal Glück. Nicht die Fingernagel getroffen. Yay! Also, am 21.08.1911 wurde das berühmteste Gemälde aller Zeiten aus dem Louvre gestohlen, die Mona Lisa. Dieser Diebstahl machte
Monsignor X zum Millionär. Wie das? So, ich zeige euch jetzt wie immer die Frage. Ja, das war's für heute und es tut mir leid, aber ich wollte euch einfach so einen kleinen Status-Update auch geben, wie es gerade bei mir aussieht und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist oder was hilft bei euch? Was macht ihr, wenn es zu viel Licht ist? Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eben eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao!